Unsere Probleme beginnen erst, wenn das Militär hier auftaucht. Sie sollen bitte gehen. Gefackelt wird nicht lange. Sofort beginnen die Soldaten mit Hausdurchsuchungen. Rücksicht wird nicht genommen. So wird angeklopft. Hier ist der Schlüssel, ruft jemand. Wer rechtzeitig erscheint, hat vielleicht Glück und kann sein Eigentum retten. Aber nur vielleicht. Doch die Suche nach dem richtigen Schlüssel im Bund dauert den Amerikanern zu lange. Da hilft auch kein Bitten und Betteln. Belgische Schäferhunde sollen Verdächtige finden. Dass der Hund im Islam als unrein gilt, interessiert keinen der Soldaten. Auch Flugblätter mit harmlosem religiösen Inhalt wecken Verdacht. Rücksicht auf Privatsphäre kennen die Soldaten nicht. Frauen und Kinder müssen ab in die Ecke. Die Männer werden auf die Straße geschickt, bis die Durchsuchung beendet ist. Die Empörung unter den Irakern ist groß. Plötzlich stoppt der Konvoi. Ihr filmt das nicht, oder? Die Frage klingt eher wie ein Befehl. Die Iraker halten einen VW an, ziehen drei Verdächtige aus dem Wagen und fangen an, sie gnadenlos zu verprügeln. Statt einzugreifen, jubeln die Amerikaner und feuern sie an. Sie werden ihn ordentlich zurichten mit dem Gewehr und Fußtritten. Ich kann zwei von den Süßen sehen. In ihrer Begeisterung merken die Amerikaner nicht, dass wir weiterhin filmen. Guck dir das an, sie schmeißen ihn in den Kofferraum. Und der Nächste. Es gibt noch einen Dritten. Oh, ich liebe es. Die jungen Amerikaner sind nicht zu bremsen. Sie fangen sogar an zu grölen. Der Konvoi fährt ein Stück weiter, hält wieder an. Wieder Schiiten gegen Sunniten. Wieder schauen die Amerikaner begeistert zu. Keiner greift ein, im Gegenteil. Einsatzleiter Thomas rät seinen Soldaten sogar, seid nicht so zimperlich. Unweit der nördlich von Bagdad gelegenen Stadt Samara, das Camp Anaconda. Das ist der größte amerikanische Stützpunkt im Irak. Jeder der 140.000 US-Soldaten im Lande wäre am liebsten hier. Ein Stück Kalifornien, mitten im Irak. 30.000 Amerikaner sind hier stationiert. Die meisten wissen gar nicht, dass sie mitten im sogenannten sunnitischen Dreieck leben, neben Bagdad, der gefährlichste Ort im Irak. Im Camp bombige Partystimmung am Swimmingpool. Nur Kampfeinheiten müssen dieses sichere Camp verlassen. No comment, sagen diese indischen Bademeister. Sie seien nur hier, um Geld für ihre Familien zu verdienen. Unglaublich, aber wahr. Es gibt sogar einen Beauty-Shop im Camp. Billiglohnkosmetiker von den Philippinen bieten Pediküre und Maniküre für die gestressten Soldaten. Für umgerechnet 5 Euro werden Hände und Füße gepflegt. Zur Aufheiterung laufen im Hintergrund amerikanische Sitcoms. Für diejenigen, die beim Kampfeinsatz besonders schön sein wollen, gibt es spezielle Gesichtsbehandlungen. Ich kenne das von zu Hause. Bei der Arbeit legte ich Wert auf eine gepflegte Erscheinung. Ich habe mich rasieren, meine Hände pflegen lassen. Man fühlt sich eben selbstbewusster, ja, vielleicht sogar stärker. 2, 3. Zurück im Camp. Ein wenig Ablenkung. Ein Hotdog-Wettessen steht auf dem Programm. Das Apfelkuchen- und Melonen-Wettessen hat die Bravo Company schon verpasst. Sie sind zwar ausgehungert, doch beim Würstchenschlingen müssen sie sich geschlagen geben. Ein Soldat aus der Charlie Company schafft am meisten. Let me see. Good. Yeah! Yeah!
Macht nichts. Es gibt ein deftiges Barbecue, die schöne Stimme Shakiras und reichlich Bier. Alkoholfreies Bier, versteht sich. Beim US-Militär ist Alkohol streng verboten. What the hell was that? That's press. That fucking hurt.